Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play American Truck Simulator. Wir sind gerade mit einem Kenworth W900 unterwegs zur Grand Canyon Village, hier jetzt schon in Arizona, also nicht mehr weit von unserem Zielort entfernt. Wir haben jetzt gerade hier rechts ein Auto noch neben uns, deswegen können wir gerade nicht rechts rüberfahren. Genau, und wir transportieren gerade von Las Vegas zur Grand Canyon Village einige Reifen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Auto hier mal ein bisschen, den Volvo XC90 sollte es sein, ein bisschen überholen, dass wir gleich mal rechts wieder rüber können. Genau, es wird so langsam hell. Wir sind ja mitten in der Nacht in Las Vegas losgefahren. Das war ja circa Mitternacht, als wir losgefahren sind. Genau. Und jetzt geht so langsam die Sonne auf. Sieht man am Horizont, wie es langsam heller wird. Und jetzt sieht man das erste Mal hier so die Gegend in Arizona, wie das Ganze hier so aussieht. Kann man es erst das erste Mal richtig gut erkennen. Und hier sind dann anscheinend 75 Miles per Hour auf der Autobahn erlaubt. Auf dem Highway erlaubt. Wohingegen ja in... Truck ist gerade ausgeschert. Der braucht wahrscheinlich ein bisschen zum Beschleunigen. Wohingegen ja in Kalifornien sind ja nur 55 Miles per Hour erlaubt und in Nevada ist dann immer noch der US-Bundesstaat von den drei hier im Spiel immer noch der, wo man am schnellsten auf der Autobahn fahren darf, und zwar halt dann 80 Miles per Hour. Und die Polizei, aber wir dürfen ja 75 Miles per Hour fahren. Genau, also 55 Miles per Hour in Kalifornien. Oh, niedrige Tankfüllung. Wir sollten eine Tankstelle ausruhen, dann wird die nächste dann unsere Tankstelle sein, wo wir dann mal tanken werden. Genau, also 55 Miles per Hour in Kalifornien, dann 75 Miles per Hour in Arizona und am schnellsten dann kann man in Nevada fahren, 80 Miles per Hour. So, da hinten am Horizont geht so langsam die Sonne auf, sieht richtig geil aus mit den Sonnenstrahlen. Jetzt sieht man mal hier, wie es in Arizona aussieht. Wir sind also, als wir an der Grenze zu Nevada waren, war es noch, was man so im Dunkeln erkennen konnte, noch so mehr so wüstenmäßig. Aber jetzt hier schon so, wir müssen gleich mal rechts rüber, aber jetzt hier so, ist auch schon ein bisschen mehr grün, so ein bisschen mehr so wie in Kalifornien. Wir können ja mal kurz gucken, wir sind jetzt hier, genau, bei Flagstaff in der Nähe. Und hier sollte dann der Grand Canyon sein wahrscheinlich, weil sonst würde es ja hier nicht Grand Canyon Village heißen. Mal gucken, wie es dann da aussieht. Auf den Bildern, die ich hier vom US-Bundesstaat Arizona gesehen habe, sah das Ganze hier echt alles schon mal richtig geil aus, die ganze Landschaft. Genau, der US-Bundesstaat Arizona ist ja hier im Spiel seit der Version 1.3.1 dabei. Und genau, das ist jetzt hier im Let's Play auch der zweite Teil, seitdem ich jetzt hier die Version 1.3.1 verwende. Und seitdem wir jetzt hier im Let's Play auch den US-Bundesstaat Arizona haben. So, jetzt können wir kurz mal gucken, wo wir schon hier sind, wie es mit der nächsten Tankstelle aussieht. Ach, die haben wir schon da vorne. Und tanken wir heute sogar das erste Mal hier im Spiel. Wobei, wir könnten ja mal gucken, ob wir noch bis zum Ziel kommen würden. Weil das ist jetzt noch ein bisschen wahrscheinlich, was wir noch im Tank haben. Wir haben noch, für 125 Miles hätten wir noch genug Sprit. Aber die Kosten übernimmt eh der Auftraggeber. Das heißt, wir müssen nichts bezahlen. Ach, guck mal, das Autobahnkreuz sieht ja richtig geil hier aus. Echt aufpassen, dass man hier nicht falsch fährt. Genau, also die Kosten für den Sprit übernimmt ja eh der Auftraggeber. Das heißt, wir können ruhig mal tanken. Wir haben aber noch, ihr seht, wir haben noch ja, etwas mehr als 60 Miles noch zu fahren und haben noch für über 100 Miles noch genug Sprit. Alter, das sieht gerade richtig geil aus mit dem Sonnenaufgang. Die Gegend hier einfach so nice. Ich finde es so geil, dass jetzt hier der ATS um noch einen weiteren US-Bundesstaat erweitert wurde. So, wieder auf dem Highway jetzt hier in die Richtung nach Flagstaff, oder wie die Stadt heißt, ne? Ah, sieht die Gegend hier geil aus, Leute. Nice, nice, nice. Was sind wir da unten? Ah, es ist die Tankstelle. Was auch immer da unten ist, keine Ahnung. Wie auch immer man da hinkommt, weil man sieht auf dem Navi gar nichts. Guck mal, hier sind jetzt sogar überall Beschleunigungsstreifen, ne? Ach, und guck mal hier, das heißt, in Arizona ist es so, dass man nur 25 Miles per Hour innerhalb der Städte fahren darf. In Nevada und Arizona, in Nevada und Kalifornien dürfen wir ja 30 Miles per Hour fahren. Und hier nur 25 Miles per Hour, also nochmal ein Ticken langsamer. Und da kamen uns aber gerade echt viele Autos hier entgegen. So, fahren wir mal hier rechts und dann gucken wir mal, da sollte nämlich die Tankstelle sein. Also das erste Mal heute tanken, aber ich denke mal, wir sollten heute bis zum Zielort noch kommen. Ach, der biegt hier nochmal gerade schnell vor uns ab. Und ja, da habe ich echt nicht aufgepasst. Ich dachte, das reicht, aber war doch zu knapp. 400 Dollar Schaden. Ach, guck mal, schön, fährt sogar ein Stück zurück. Ich finde, die KI ist echt schon richtig gut jetzt hier geworden im Spiel. Das heißt, wir hätten sogar dann entspannt rumfahren können. Aber genau, wir sind auch ein Stück zurückgefahren, hat es ja gepasst. So. Leider ein bisschen Schaden bekommen, wird uns später ein bisschen an Geld kosten nochmal beim, was wir abgezogen bekommen. Also weniger, wir bekommen dann weniger an, genau, Vergütung für den Auftrag. So, Motor muss aus, Dieselpreis ist uns jetzt eigentlich relativ egal. Ich weiß gar nicht, wie der hier variiert, ob er dann von US-Bundesstaat zu US-Bundesstaat wahrscheinlich derselbe ist, denke ich mal. Ich glaube, im ETS, Euro Truck Simulator, war es ja so, dass er halt in jedem Land dann immer unterschiedlich war, der Dieselpreis, aber immer gleich viel in jedem Land, glaube ich.
So wird es wahrscheinlich hier dann mit den US-Bundesstaaten sein, dass halt in jedem US-Bundesstaat der Spritpreis ein anderer ist. So. Genau, werden durch ihren Arbeitgeber gedeckt oder Auftraggeber halt. So, hier lang. Und hier lang. Ja, aber guck mal, jetzt sind wir doch ein bisschen früher als geplant. Wir hatten es ja letztes Mal noch angesprochen. Mit der Ankunftszeit und so weiter, der Fahrtdauer. Und da war ja erst sowas zu circa... Ja, danke, dass du uns vorlässt. Schon weil der Zug nicht vorbei. Wir sind schon so weit nach vorne, dass er uns rauslässt. Ich hoffe, dass wir den jetzt nicht mitnehmen. Ah, das ist eng. So, jetzt vielleicht zur Leertaste. Ah, das war knapp, das war knapp, das war echt ganz schön knapp. Genau, also wir kommen jetzt, obwohl wir kurz mal hier einen Tankzwischenstopp eingelegt haben, was ja recht kurz war. Alter, hier ist jetzt ziemlich schwer wahrscheinlich rüberzukommen. Stoppschild und viel Verkehr. Wir haben es ja vorhin schon gesehen, viel... Ach du Scheiße, ist hier viel Traffic. Bis wir hier drüber sind. Alter Scheiße, ist gerade viel los hier in Flagstaff. Ich hoffe, ich spreche den Namen von der Stadt hier richtig aus, wahrscheinlich eh nicht. Aber irgendwie so sollte es auch sein. Wobei, jetzt geht's gleich, jetzt können wir gleich raus. Wobei, jetzt kommen von rechts viele, dann kommt von links wieder eins. Jetzt schnell. Komm schon, fahr. Na, dann noch nicht. Danke. So, genau, weiter geht's jetzt hier kurz an Flagstaff vorbei. Wobei, hier ist auch ein LKW-Händler. Lohnt sich das da vorbeizufahren? Also auf jeden Fall waren wir jetzt auch ein bisschen schneller als erst geplant war von der Zeit. Ah, kommt. LKW-Händler, da gucken wir mal kurz vorbei. Der hat ja eh jetzt zu, aber dann haben wir entdeckt, wissen, was wir hier in Flagstaff zum LKW-Händler haben, was wir hier für LKWs kaufen können, von welcher Firma. Ein Kollege mit einem schönen Kenworth-Truck. T680. Ach, guck mal, der hat sogar die Rundumleuchte an hinten. So, noch eins geradeaus und dürfen wir 25 Meilen bei Hours fahren. So. Und hier links, dann sollte das passen. Aber ich denke mal, wir sollten heute noch bis zum Zielort kommen. Ich meine, es ist nur noch eine Stunde Fahrzeit. Und das schaffen wir locker jetzt noch in dem Teil, denke ich mal. Da ist der Truckhändler. Das Ampel ist grün, gut, wir hätten ja eh abbiegen können. Und was haben wir da? Ah nee, ah, das ist gar kein Truckhändler. Das ist einfach nur eine Werkstatt. Na, gucken wir mal kurz. Hä, hey, doch. Da gibt's auch ein... Das haben wir schon richtig erkannt. In Flagstaff und in Phoenix. Ne? Ist doch hier Phoenix, ja. Genau. Gibt's einen LKW-Händler, aber wo? Das muss doch hier der... Hä, hey, der muss doch hier sein. So ist er doch auf der... Oder ist, ne, da ist er da hinten, das ist beim Fragezeichen. Na gut. Dann fahren wir halt bis dahin. Haben wir noch gerade hier Flagstaff. Eigentlich fast komplett erkundet, fast alle Straßen. Ob wir noch heute abladen, ist die andere Frage, aber bis dahin zum Zielort, denke ich mal, sollten wir schon noch kommen. So, wieder 25 Miles per Hour. Genau, drehen wir einmal da hinten. Hier jetzt also rechts. Komm, schaffe ich das mit 25 Miles per Hour abzubiegen? Muss man denn überhaupt bremsen? Nö. Kann man sogar mit der Geschwindigkeit hier fahren. Und wir sehen ja gleich, was wir einen Händler entdeckt haben. Ein Peterbilt-Händler. Davon haben wir jetzt also schon zwei. Halt, hier hole ich rechts. Davon haben wir jetzt also schon zwei entdeckt und einen Kenworth-Händler wissen wir, dass einer in Los Angeles ist. Und Kenworth ist ja dann der, also von Kenworth wollen wir uns ja als erstes einen Truck kaufen. Und wenn wir jetzt hier in Arizona, in Flagstaff, einen Peterbilt-Händler haben, dann wird sehr wahrscheinlich, denke ich mal, oh, ich will die ganze Zeit 30 Miles per Hour fahren, aber es sind ja hier nur 25 erlaubt, dann wird sehr wahrscheinlich hier in, ist jetzt hier rechts vor links? Ich weiß gar nicht, ja, wahrscheinlich schon, ne? Eigentlich, keine Ahnung. So kenne ich mich da jetzt nicht aus mit den Verkehrsregeln in den USA, ob die da irgendwie anders sind, aber ich denke eigentlich mal schon, weil hier steht jetzt nichts. Jetzt bleiben sie alle auf der Gasse stehen, ja, dann fahren wir weiter. Weil Licht kann man mal anders. Bisschen heller kann es ruhig noch werden, bevor wir es ausmachen. Also ich denke mal schon, dass da rechts vor links ist, weil hier steht ja kein Verkehrsschild irgendwie mit Vorfahrtsstraße oder so, also wird hier auch rechts vor links genauso wie in Deutschland gelten. Das ist hier auch in den USA geben. Aus, auch wenn das Navi uns jetzt rechts lang geschickt hätte, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Ob wir jetzt hier rechts fahren oder davor schon rechts und dann links und wieder rechts gefahren werden, sparen wir uns hier ein paar Abbiegungen.
hier rein. Das ist, glaube ich, auch ein Auto, was neu ist jetzt seit der Version 1.3. Das ist, glaube ich, ein Auto von Ford. Ford C-Max oder so könnte das sein. Wo hinten der Hydrant? Fast mit dem Trailer mitgenommen. So, und jetzt geht's hier wieder raus aus Flagstaff. Jetzt mal über die Landstraße bis zum Zielort. Aber wir fahren gar nicht so bis zur Grand Canyon Village, aber das, wo wir abliefern, gehört zur Grand Canyon Village. Aber Grand Canyon Village steht aber erst wo ganz anders hier auf der Map, nämlich da hinten. Aber mal gucken, vielleicht sehen wir von hier schon den Grand Canyon aus. Wäre richtig geil. Ist jetzt auch hell geworden, genau. Können wir das eigentlich alles gut erkennen. Gib schon mal ein bisschen Gas, in der Hoffnung, dass da vorne gleich ein Schild kommt, dass wir schneller fahren dürfen. Weil wir eh gleich einen Truck noch vor uns haben. Ich hoffe nur, es kommt jetzt keine Polizei hier irgendwo. Aber nein, wir dürfen ja auch nur noch 25 fahren. Wir sind noch nicht aus Flagstaff raus. Wir sind noch nicht aus dem Stadt raus. Sollten wir jetzt aber eigentlich bald. Kann ich mal den lenkradbasierten Kamera-Dings ausmachen. So, 65 Miles per Hour ist jetzt hier auf der Landstraße. Guck mal, da hinten sieht man schon so ein bisschen die Berge, glaube ich, kann zum Grand Canyon gehören. Route 180 sind wir jetzt hier und da steht's Leaving Flagstaff. Damit sind wir jetzt auch aus der Stadt offiziell draußen und jetzt hier auf der Landstraße. Schöner Kenworth W900 entgegen. Jetzt geht es hier wieder durch schöne grüne Landschaften. Das sieht schon geil hier aus. Das sieht schon ein bisschen eher so aus wie in Kalifornien mit dem, wie alles grün hier so ist. Ja, guckt, wie geil das hier alles aussieht. Also der, also wie der hier nachgebaut wurde und wie das Ganze hier, also nachgestellt wurde und wie das Ganze halt hier aussieht im US-Bundesstaat Arizona, sieht sah auf den ganzen Screenshots, die ich halt schon gesehen habe, im Internet richtig geil aus. Den ganzen Bildern, die ich da schon gesehen habe, richtig geil aus. Und jetzt hier sieht man nochmal, wie echt richtig gut das Ganze aussieht. Das Licht kann aus, genau, brauchen wir es ja nicht. Jetzt ist ja langsam hell genug. Macht richtig viel Spaß hier mit dem LKW, so diese Landstraßenabschnitte zu fahren. Die ganze Zeit den Kollegen da vor uns, den werden wir wahrscheinlich auch nicht einholen, der ist ja auch recht flott unterwegs. Wir fahren auch nicht mal die maximale Geschwindigkeit, die erlaubt ist, noch auf der Karte. Auf dem Navi ist sogar schon unsere Zielflagge zu sehen, unser Zielort markiert. Wobei, ob wir jetzt hier den Grand Canyon sehen, glaube ich eher nicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich bis zur Grand Canyon Village fahren, aber das kommt ja noch irgendwann. Ich hoffe mal, dass wir jetzt aber haben, erster Aufenthalt in der Grand Canyon Village, auch wenn wir jetzt halt nicht bis zu der Ortschaft da hinten gefahren sind, sondern nur halt jetzt hier vorne abliefern, aber das gehört ja auch irgendwie ein bisschen dazu dann. Und guck, hier ist jetzt schon wieder ein bisschen mehr so wüstenmäßiger. Ein bisschen ausgedünnter, die Vegetation oder wie man das dann nennt. So, der fährt auch geradeaus und wir fahren dann links, er fährt wahrscheinlich rechts, ja. Guck mal, sogar ein Flughafen da hinten, geil. Ein Flugzeug, ach guck mal, das sieht schon echt geil hier aus. Ah, hier ist jetzt schon wieder mehr wüstenmäßiger, eben mal kurz durch so richtig grüne Abschnitte gefahren. Das sieht gut aus. Gehen wir mal rum um die Kurve. Geht es da vorne gleich rechts zum Ziel zu Bitumen? Bringen wir das Ganze hier. So. Ach, guck mal, hier geht es sogar auf den Flughafen drauf oder ans Flughafengelände jetzt hier dran. Angrenzend ist das. So. Dann gucken wir mal. Wir wollen das Ganze natürlich hier. Ah, ne, guck mal, das wurde jetzt auch angepasst. Wo willst du die Ladung stehen haben? Hier gibt es jetzt nur, oder ist es, vielleicht variiert das jetzt auch immer, aber sonst haben wir immer 90 Erfahrungspunkte bekommen. Und da kriegen wir jetzt nur noch 40 Erfahrungspunkte, also ein bisschen weniger. Schade. Wurde reduziert also. Oder es liegt einfach daran, weil es jetzt hier dann aber auch nicht so schwer ist, das einzuparken. Ich meine, das müssen wir nur rückwärts jetzt hier hinfahren. Vielleicht ist es bei anderen dann wieder, sagen sie, schwieriger, da gibt es dann wieder mehr Erfahrungspunkte. Hier ist jetzt nicht so schwierig, deswegen gibt es nicht so viele Erfahrungspunkte. Man weiß es nicht, also ich weiß es nicht. So. Weil hier, guck mal, das kriegen wir jetzt recht flott hin. Müssen nur hier LKW passend ausrichten. Und dann haben wir das recht flott eingeparkt, das Ganze. Ja, das ging ja recht einfach dann jetzt hier im Vergleich zu dem, wo wir manchmal schon bei dieser Dings da Ewigkeiten hin und her rangiert haben. Gerade ziehen, dann können wir nämlich gerade zurückstoßen.
Na? So langsam. Jetzt. Stopp. Einmal T gedrückt. Absatteln. Und da sind wir am Ziel. Gute Arbeit ist mal nicht ausgezeichnet, weil, ja genau, es kommt wegen Schaden hier ein Abzug. Gucken, schaffen wir Level 4? Ach, nicht ganz. Aber dann wahrscheinlich bei der nächsten Fahrt, wenn diese nicht zu kurz ist, werden wir dann da Level 4, denke ich mal, erreichen. Ja, Leute, das war es an der Stelle schon wieder von dem Teil hier von Let's Play American Truck Simulator. Den ersten Aufenthalt in, ja, ach, guck mal, das ist jetzt auch neu. Führe Aufträge von World of Trucks mit deinem eigenen Equipment aus. Okay. Das ist auch neu durch das Update hier dazugekommen. Genau, bei schnelle Aufträge haben wir jetzt leider hier, es ist dazu. Es kam zwar jetzt nicht so eine Meldung, oder? Oder ich habe es übersehen, aber ich habe manche jetzt nicht gesehen. Erster Aufenthalt in Grand Canyon Village kam jetzt nicht. Manche habe ich jetzt auch nichts gesehen, aber, genau, können wir jetzt hier Aufträge starten, hier jetzt beginnen in Arizona und hier in Flagstaff. Werden wir nächstes Mal wahrscheinlich auch machen und dann gucken, dass wir hier wahrscheinlich dann vielleicht sogar diesen Auftrag fahren. Wir gucken einfach mal, genau, wie es im nächsten Teil so weitergehen wird. Das war es an der Stelle schon wieder von dem Teil hier von Let's Play American Truck Simulator. Ich hoffe, er hat euch gefallen, der Teil. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr euch das Spiel kaufen wollt, schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich euch eine Webseite verlinkt, wo ihr euch das Spiel kaufen könnt. Und dann, ja, hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein, euer LionGamer1. Ciao.